Hört ihr das? Das nennt man Start bei meiner Freundin. Da kannst du auch Flugzeug starten. Ist ungefähr dasselbe. Und damit herzlich willkommen zum Vlog. Wir fahren jetzt nach Köln und zum Stadion. So, Stadion-Vlog. Wir sehen uns gleich wieder. Ich muss hier gerade noch kurz den Panzer beobachten, wie der sich hier dreht. Also bis gleich. So Freunde, am FC-Stadion angekommen, werde ich euch natürlich gleich auch ein Video hier komplett abdrehen vom Stadion, einmal drumherum und werde euch auch hier ein bisschen zu was erzählen. Denn hier, wo ich mich jetzt gerade befinde, gab es auch schon einige YouTuber-Turniere und so weiter. Das ist der Rasenplatz praktisch ja, direkt hinterm FC-Stadion, also auch schön gerade so vom Wetter her. Genau. Und hier das Stadion, wir gehen gleich mal auf die andere Seite, denn da ist eigentlich der Haupteingang, sage ich mal, vom FC-Stadion. Und dann werde ich euch dazu auch was erzählen und zeigen. Und genau, dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite wieder. Und danach werde ich euch, wie gesagt, einmal alles so ein bisschen abfilmen und mit Musik und so. Und so ein bisschen auf schön. Ne? Wisst ihr selber, ja? Kennt ihr. Guck mal, Freunde, ich habe mir nämlich gedacht, ihr wisst ja alle, ich habe ja meinen Werder-Kanal. Perfekt, Helikopter. Super Timing. Nee, ist klasse. Fahr noch eine Runde. Ja, warten wir mal kurz. Ne? Könnt ihr auch mal, müsst ihr auch mal mit durch. Ne? Müsst ihr auch mal ein Video mit durch. Ist gar kein Thema. Ist kein Thema. Ja, jetzt geht's aber. Ne? So. Ich habe nämlich gedacht, ihr wisst ja alle, ich habe meinen Werder-Kanal. Und ich meine, wir leiden ja alle so ein bisschen drunter. Jetzt auch wieder mit der Pandemiezeit. Jetzt können wir wieder komplett in den Stadion und hin und her. So ein bisschen Stadionfeeling nach Hause holen im Sinne eines Videos ist eigentlich immer eine schöne Sache. Von daher dachte ich mir, zeigen wir das hier doch mal, das FC-Stadion. Und ich möchte auch gerne weitere Stadien hier besuchen. So, ich möchte weitere Stadien in NRW besuchen. Also wo soll ich als nächstes hin? Jetzt sind wir hier in Köln. Leverkusen kommt auf jeden Fall auch nochmal. In Gladbach waren wir schon, können wir aber auch nochmal hinfahren. Düsseldorf waren wir, das war wirklich nicht so schön, bin ich ehrlich. Das ist irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Wo sollen wir hin? Schreibt mir Stadien rein, wo ihr sagt, Nico, da musst du ein Video drehen, da musst du hin, das wäre klasse. Okay. Übrigens, jetzt, wo ich mal beim FC-Stadion bin, könnt ihr mir gerne reinschreiben, ob ihr schon mal hier wart. So, ob ihr hier schon mal im FC-Stadion drin wart. Hier hinter mir ist übrigens gerade die Jugend am Trainieren vom FC. Ich weiß leider nicht mehr genau, ob es dieser Platz war. Es kann auch ein Stück weiter sein, denn da hinten sind nochmal Plätze. Und da war ich auf jeden Fall auch. Das waren damals so Turnierspiele. Also ich habe hier damals auch Fußballturnier mitgemacht, beziehungsweise hier haben wir auch gespielt im Turnier bis ins Finale. Und jetzt guck mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Ja, das FC-Stadion. Hoppala. Und auf der Seite dann trainiert die Jugend. Also direkt mit dem Blickrichtung zum FC-Stadion. Wenn ich jetzt hier gerade fette Scheiße laber und das nicht die Jugend ist, sondern irgendwelche anderen kleinen Kinder sind, dann müsste ich unbedingt reinschreiben. Aber ich meine, dass das die Jugend vom FC ist. Auf jeden Fall hatten wir hier damals ein Turnierspiel mal gehabt. Das war, wie gesagt, entweder hier oder hinten bei den Plätzen. Aber ja, das kam gerade eben so in Erinnerung wieder hoch. Das war dann so ein Turnier. Wir sind vorhin mit dem Auto auch an so Plätzen noch vorbeigefahren. Kann auch sein, dass es die sind. Auf jeden Fall waren wir damals, alle, die beim Turnier waren, danach eben auch im Stadion. Und dann war da so ein, boah, ich weiß gar nicht, was das für ein Spiel war. So ein Spiel und dann waren wir noch, da hinten gibt es den Meckes, dann sind wir da noch hingegangen. Ja, war auf jeden Fall ganz, ganz cool. So alte Erinnerungen kommen dann da auch mal hoch, wenn man dann mal da ist, ne? So, hier seht ihr auch dann nochmal das Stadion. So, wunderbar. We'll be right back.
Ja, Freunde, jetzt ein weiteres Highlight. Und zwar kann man direkt ins FC-Stadion reingucken hier, neben dem Fanshop. Das wusste ich vorher auch nicht. Das ist natürlich ganz geil. Ne? Das hatte ich so auch vorher noch nicht. Also egal, wo wir waren, Stadion-Vlog-mäßig, so eine Stelle, dass du so ins Stadion auch reinfilmen konntest, das gab es nicht. Blende ich euch natürlich jetzt hier auch gleich nochmal ein. Oder habe ich gerade, das weiß ich, wie ich es gemacht habe. Auf jeden Fall hier der FC-Shop. Und hier dann ja, kannst du dann da reingucken. Und da hinten kommst du halt praktisch rein. Ne? Ist wirklich sehr, sehr schön. Ohne Gitter wäre natürlich noch schöner, aber hat ja auch sowas. So, Freunde, willkommen zum Ende des Videos. Und hier sieht man das Ergebnis, wenn man seinen Sohn mit zum FC-Stadion nimmt und beim Fanshop lang geht. Tja, das heißt, nicht sein erster Fußball, aber er hat jetzt einen Fußball, der auch FC ist. Aber ist nicht schlimm, ich habe nichts gegen den FC, solange der Ball, den er dann langjährig am Fuß hat, von Werder Bremen ist, ist alles gut.